Jetzt, Alter, mit richtig Schwein, ja? Teil 2. Herzlich willkommen zurück zu Peilermans Wochenrückblick. Ihr denkt gerade, oh, ey, Peiler, voll geschmacklos. Macht Witze so über so eine Themen und so, kann man nicht machen, ja? Hier, kick mal hier. Gab es einen Film 80er Jahre? Immer Ärger mit Bernie, ja? Müsst ihr mal kicken im Internet oder in eure Videothek, ja? Oder was weiß ich, wo man die kicken kann. Ja, ein Film, da geht es darum, um einen Typen, der tot ist und die anderen machen auch Party in sein Haus und die wollen nicht die Party abreißen lassen und deswegen tun sie so, als wenn er lebt. Zum Beispiel hier sind sie mit ihm, kick mal am Strand. Bernie hat immer Sonnenbrille auf, damit man nicht sieht, dass er Augen zu. Und dann hält der hier den Arm und sagt, hey, hallo Bernie. Und sagt er, hey, hallo. Und bla bla bla. Immer Ärger mit Bernie. Fantastischer Film, ja. Also könnt ihr euch ruhig mal ankicken, ja, um zu sehen, das ist humoristisch schon verarbeitet worden, die Sache, ja. So, nächste Thema. Ich mach mal hier zu, damit ihr nicht schon. Hier, ich bei der Arbeit, Alter, fantastisch. Habt ihr mitgekriegt, diese Woche, ja, in Amerika, große Panik, ja, da war ein Fluggast gewesen, der kam, glaube ich, aus Katar oder so, ja, das ist Nahe Osten und so weiter, und der hatte jetzt längeren Flug gehabt, und der war im Scheißhaus in Rochen, ja, er hat einen Verdruck gehabt in Rochen, ja, so, dann ist Rauchalarm angegangen, Problematik, ja, dann kamen die an, Flugmarschall, ja, die ist so von Polizei, Flugpolizei sozusagen, wegen Terror haben sie jetzt Flugmarschall im Flugzeug. Und ja, baba, er kann nicht rauchen. Und er sagt aus Gag, naja, ich kann ja meine Schuhe anzünden. Da haben die gleich gedacht, Alter, hier, da gab es damals den Schuhbomber, ja, der hatte die Schuhe mit Sprengstoff gemacht. Haben sie gleich gekriegt, Terrorpanik, ja, Düsenjäger aufgestiegen, Flughafen abgesperrt, wo der landet ist, total Panik. So sind die Amis, ja, Panik vor Terror. Wir in Berlin ganz entspannt, Alter, weil wir haben alle hier, Alter, von hier, von da, wir wohnen hier alle zusammen, Alter, normal, Stani, ja. Bei uns hier, das wird abgesperrt, muss schon anders passieren. Und zwar so zum Beispiel. Flughafen Tegel, ich zeig nicht die Braut, dann kriegt ihr gleich wieder weg. Flughafen Tegel evakuiert, ja. Wir hatten bei uns in Flughafen Tegel, aber nicht so eine Pisse, Alter, mit hier Terroranzug oder was, sondern richtig 250 Kilo Bombe, Alter, ja. Das ist richtig so ein Otto. Aus Zweiten Weltkrieg. Wurde gefunden, deswegen wurde abgesperrt Tegel, ja. So sind wir, Alter, wir sind ein bisschen entspannter. Ja, bei uns muss schon richtige Bombe da sein, damit wir auch richtige Panik schieben. Und selbst dann wird nur abgesperrt und wir kotzen über den Stau, Alter. Scheiß auf die Bombe, ja. Politik nochmal kurz, ja. Wo wir gerade hatten, Deutschland, Amerika, den Vergleich. Sehr schöne Überleitung zum nächsten Thema, ja. Merkel trifft Obama, hier, ja. Ich lese euch vor. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft Anfang kommender Woche mit US-Präsident Barack Obama in Washington zusammen. Das Treffen findet am Rande des Gipfels zur Nuklearsicherheit statt. Ich habe nichts gegen Obama, aber könnte man nicht ihr sagen, das Treffen ist im Reaktor drin? Als Idee, ja? Strahlemann und Söhne, Halbmeter. Ja? Vielleicht würde sie aber auch nicht drauf rinfallen, weil sie ist ja ganz schön ausgebufft. Ich weiß auch, wo es lang geht, ja? Hm. Jetzt kommt die gute Nachricht, ja? Sagen wir mal, oh, Deutschland, man hat nicht viel erreicht. Worauf will man stolz sein in Deutschland? Ja, hohe Arbeitslosigkeit, Wirtschaft, auch nicht toll. Ja, Straßen sind alle kaputt, Alter. Fußball, kicken wir jetzt, WM, ja, müssen wir ein bisschen kicken, wie es läuft mit den Jungs jetzt. Aber, jetzt kommt's, Alter, hier, kommt mal her. Deutsche trinken viel und rauchen weniger, ja. Im Schnitt konsumierte jeder Deutsche 2008 9,9 Liter reinen Alkohol. Respekt, Alter. Das sind ungefähr 500 Bierchen im Jahr. Ist mal richtig geil, oder? Und wir sind damit auf Platz 5, ja? Spitzenreiter ist Luxemburg, ja? Dann ist noch, glaube ich, Tschechien vor uns und Ungarn oder so. Naja, man muss aber auch sehen, Tschechien, Ungarn, die Länder, denen jetzt noch schlechter als uns. Und da muss man mehr saufen, um klarzukommen. Deswegen haben die ein bisschen sozusagen Wettbewerbsvorteil. Kann man nicht so sehen, ja? Also, wenn man aus Deutschland kommt, man kann sagen, was mit euch, Alter? Ja? Wir saufen richtig. Schöne Sache, ja? Aber rauchen weniger, ja? An mir liegt's nicht. So wie zu den Dingen. So. Oh. Nee. Zum Schluss natürlich von Politik. Wie immer, mein bester Freund. Unser Outing-Minister Guido Westwelf, ja? Er macht wenig von sich reden, ja?
Vielleicht spürt er harten Wind im Gesicht, ja. Aber hier, schön. Westerwelle verliert weiter. Das geht doch schon wie Sahne runter bei mir, ja. Jetzt pass mal auf. Westerwelle, FDP, hat im Politiker-Ranking, ja, das ist Rangliste, den letzten Platz erreicht, ja. Ist also ganz hinten. Naja, was soll man sagen? Hintenrum kennt er sich hier gut aus, wa? Kleiner Witz von mir, ja, sozusagen. Schöne Sache, ja. Letzte Meldung hier. Richtig geil, gab es diese Woche in Berlin BZ, die ganze BZ heute auf Berlinisch. Kick mal hier, les mal auf. Hier, les mal hier. Keine warme Verpflegung am 1. Mai, weil die Jullasch-Kanonenfirma den Vertrag mit der Polizei kündigte. Nur alle Stullen für die Bullen, ja, schreibt die BZ, ja. Also Bulle sagen ist anscheinend in Ordnung jetzt, sagt man sowieso, denkt man ja auch. Aber kann man jetzt auch sagen, weil Zeitung sagt. Ja, jetzt ist wieder 1. Mai in Berlin, Bundesjugendspiele in Kreuzberg, ja. Steine schmeißen, anzünden, wegrennen, Alter, ja. Wer kriegt, wird, hat verloren, Alter. So ist Bundesjugendspiel in Kreuzberg, Berlin, ja. Mal kicken, wenn die Polizei dieses Jahr mal nur mit Stullen hat, ob der Wettbewerbsvorteil sich mehr auf der autonomen Seite von den Leuten, die ein bisschen Stimmung machen, aus Dingsen tut. Es wird interessant. 1. Mai, wir werden es natürlich im Wochenrückblick beobachten, ja. Wir machen investigativen in Journalismus. Ja, richtig geil. Und wir sind dran an der Sache, ja. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Wir haben wieder richtig geile Videos gekriegt hier in unserem News Center, ja, bei Peiler. Und da will ich gleich mal anfangen mit dem ersten Video, ja. Und zwar will ich euch zeigen, wir haben 2007, haben die Deutschen fast genauso viel Alkohol getrunken, ja. Wir haben jetzt hier einen Beweis an Leute, woran das liegt, ja. Hier ist jetzt ein Video von Flatrate Puff in Berlin, ja. Ist jetzt der zweite Flatrate Puff in Berlin, ja. Und da geht ein Typ an der Bar und filmt und hört euch mal an, Alter, wie der drauf ist. Richtig krank. Romantik, Musik. Hallo, herzlich willkommen in Caligula Berlin. Was darf ich dir zu trinken geben? Habt ihr Bier? Ja, wir haben die Bier. Biersorten da. Wir haben Fassbier und ein Flaschenbier. Zählt's auf? Oh, ich glaube, dann nehme ich erstmal ein Flaschenbier. Flaschenbier? Wie habt ihr denn da? Da haben wir zum Beispiel Heineken, haben wir Berliner Pilsner, Schultheiß und zum Beispiel auch Lausthaler Alkoholfrei. Ach, dann nehme ich die Lausthaler. Ich muss nämlich noch Auto fahren. Was ist mit dem, Alter, ja? Habt ihr gehört? Dann nehme ich einen Klausthaler, ich muss ein Auto fahren. Der ist ein Flatrate-Puff, Alter. Der hat richtig 120 Euro Eintritt, Alter. Dafür kannst du saufen, so viel du willst, Alter. Och, dann nehme ich einen Klausthaler, Alter. Was ist denn mit Ihnen, Alter, ja? So können Platz 5, Alter. So kommen wir nie 3, 2, 1, Alter, nach oben, ja? So eine Leute, Alter. So Leute müssen ein Eintrittsverbot haben, ist Flatrate, Alter. Da muss man mal richtig ein bisschen Druckbetankung machen, Alter. Nicht so eine Pisse, ja? Ich nehme, ach, dann nehme ich ein Wasser, Alter. Ja? So, nächste Ding, fantastische Sache hier, ja? Und zwar, was ich geil finde, ich mag nicht, ja, Ordnungsamt. Ich mag Polizei auch nicht so sehr. Ordnungsamt mag ich aber auch nicht, ja? Ich denke, Alter, okay, ich hab auch vielleicht keinen geilen Job, ja? Aber man muss ja nicht gleich als Arschloch Geld verdienen, ja? Hier, kickt euch mal an. Abschleppdienst, genauso, ja? Die Abschleppdienst, Alter, die schleppen einfach ab, Alter. Was ist mit denen? Und dann ist es noch richtig teuer, ja? Aber kick mal hier, eine Frau, Alter, die hat richtig mal Initiative ergriffen. Pass auf, der will sie abschleppen, hier. Er so, ja, ich schlepp dich jetzt ab, Alter, kannst du machen, was du willst. Auch wenn du jetzt hier bist und wegfahren willst. Ich krieg richtig Kohle, Alter. Sie so, naja, wollen wir mal kicken, wer hier wen abschleppt, Pinocchio, Alter. Und jetzt gibt euch mal das an, richtig böse. Er so, ja, ich check nochmal hier. Na, ist alles fest. Ich kann mir nix. Richtig geil, oder? Wer schleppt hier wen ab, Alter? Korea oder so. Also die Buchstaben sehen mir so ein bisschen aus, ja? Schöne Sache, ja? Vielen Dank auch für diesen Video, ja? Wir sind mit der Uhr schon wieder durch, ja? Okay, gleich kommt noch kurzer Teil 3. Zauberer.